Hallöche, Freunde, herzlich willkommen zurück bei Subnautica PlayStation 4. Letzte Folge hatte ich mich ein kleines bisschen eingespielt, zwecks Steuerung und so weiter. Und heute möchte ich mal gucken, dass ich ein bisschen Material ranbekomme, dass ich mir irgendwas, mindestens irgendwas mal craften kann. Ich habe auf eure Kommentare so ein bisschen geachtet. Ich kann mir eine Standard-Taucherflasche machen. Mache ich mir gleich, da können wir ein bisschen länger, hoffe ich, tauchen. Schwimmflossen, zwei Silikon. Mach ich mir auch mal. Wird er schneller? Okay. Hat er angezogen? Ja, beruhig dich. Vibe. Labert mich hier voll. Ich pack das andere mal kurz zurück und ich müsste mal ein paar Ressourcen sammeln gehen. Was das mit dem Ei auf sich hat hier? Keine Ahnung. Ich pack das erstmal alles kurz rüber. Sollte mir vielleicht noch ein Medikit mitnehmen. Und ihr seht immer, Medikits. Ja, es regeneriert wieder. Das ist wieder bei 1%. Das heißt, nach einer Weile kriege ich wieder ein neues Medikit. Und jetzt gucken wir mal ins Wasser, wo wir jetzt hier ein bisschen Zeug rankriegen. Okay. Ich kann jetzt schon 72 Sekunden lang tauchen. Ich muss mir definitiv den Scanner machen. Und keine Ahnung, vielleicht irgendwie eine Waffe oder sowas noch rankriegen. Muss erstmal gucken, dass ich ein bisschen Schrott sammle. Und ich müsste Materialien wie Kupfer und sowas mal besorgen. Und da unten ist, glaube ich, wieder so ein Kugelarsch, oder? Da! Ah, die dumme Sau! Verpiss dich doch mal! Ich habe keine Ahnung, wie ich dem entkommen soll. Auf jeden Fall, gut, ich kann schon ein bisschen schneller schwimmen jetzt. Was ist das? Kreaturen-Ei? Nimm mal mit, vielleicht können wir die irgendwie futtern oder sowas. Lightning Dawn Kristall. Ja, ja, beruhige dich. Nehmen wir mal auch mal gleich mit. Hoffentlich, dass noch mehr von diesen Haut doch mal ab! Ich hab die Royanische Titan! Warum sind die denn so aggressiv? So, einsammeln. Ein bisschen Kupfer. Geben wir mal ein bisschen Sauerstoff ab hier. Gib mir Sauerstoff. Mehr. Gib's mir. Muss mich noch ein kleines bisschen in das Spiel einspielen. Also wirklich. Einen riesen Plan habe ich noch nicht. Hol doch mal mehr Luft da oben. Muss auch gucken, wie später größere Taucherflaschen und so weiter. Ich habe mal ganz kurz nochmal reingeschaut ins Spiel, nachdem ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Und hatte eigentlich einen coolen Ort gefunden, wo Ressourcen sind. Weiß jetzt aber nicht mehr, wo das war. Warte mal. Hier ist hoch und runter schwimmen. Gut, muss ich mir auch mal merken. Also R1, L1 kann man noch hoch und runter schwimmen. Hier mal ganz kurz nochmal Luft holen. Und irgendwo hier war so eine lange Trompete da unten. Und in der Trompete drin war ganz viel, ja, nützliches Zeug. Hätten wir so eine komischen Walross da. Nehmen wir mal ganz kurz mit. Wo war denn das? In so einem Ding drin? Nee. Ich weiß nicht, wie aggressiv die sind. Jedenfalls machen sie sehr komische Geräusche. Hier ist noch ein Ei. Ich will nicht immer Eier klauen hier. Ich weiß sowieso noch nicht, wofür man die gebrauchen kann. Mal gucken, dass ich das die... Oh! Alter, das gibt's doch nicht. Wie viele sind dann das? So, jetzt gehen wir nochmal rein. Jetzt müssten wir eigentlich alle rausgeholt haben. 30 Sekunden haben wir noch. Und auf eure Fragen hin, ob das Spiel flüssig läuft und so weiter. Auf der normalen PlayStation weiß ich nicht. Ich spiele auf der Pro und läuft super. Ach, da ist der Tunnel. Da ist der Tunnel. Ich hab ihn wieder gefunden. Also hier läuft alles super und es wird gleich dunkel und dann sehe ich wieder gar nichts. Deswegen muss ich einmal ganz kurz durch den Schlauch hier durch, damit wir... Was ist denn hier los? Hau doch mal ab! Solche Arschbiester, überall sind sie. Ich weiß auch nicht, wie man von denen wegkommt. Ich nehme mal da vorne noch ein bisschen Kupfer mit. Ich glaube, da müssen wir mal drauf bashen. Vielleicht sehen wir nichts mehr. Noch ein bisschen Quarz. Kupfer. Gib mir Kupfer. So, 11 Sekunden haben wir noch. Ich muss wieder hoch. Komm ich hier raus? Gas, gib ihn. Ich hasse sie.
Okay, ab nach Hause. Wo ist mein da? Dann werden wir erstmal die Materialien verarbeiten und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich brauche unbedingt den Scanner. Scanner brauche ich Batterien. Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, ich brauche die Dinger für die Batterien. Dann nehme ich die auch nochmal gleich nochmal ein, zwei mit. Übrigens, danke für eure Hilfe. Bin auf jedes Kommentar gespannt. Aber wenn ich meistens nicht antworte, das liegt nicht daran, dass ich die Kommentare nicht lese, sondern ich weiß nicht, was ich antworten soll. Und so kann ich zumindest Danke in den Videos sagen. Gut. Gucken wir mal ganz kurz. Ich muss mich mal kurz anders hinpflanzen hier. So, mein Bein ist nämlich fast eingeschlafen. Gucken wir mal ganz kurz. Titan. Stellen wir aus dem Schrott her, den wir hatten. Oh, dass man das nicht lassen kann, dass das gleich mehrmals hintereinander klicken. Ich muss mich immer voll durchballern. Glas. Mal gucken, ob wir ein neues Rezept kriegen. Mache ich noch ein kleines bisschen mehr durch das Quarz. Mal nicht zu. Hallo? Hier, ich muss mal ganz kurz gucken. Elektronik. Ah, hier, Batterie. Gut, jetzt haben wir zumindest die Batterie. Quadrat. Persönliches, Ausrüstung. Da ist der Scanner. Gut, dann können wir uns auch gleich nochmal die Lampe machen. Damit wir im Dunkeln mal was sehen können. Aber da fehlt wieder eine Batterie für. Kann ich noch eine machen? Batterie. Ich weiß nicht, ob das Zeug auch wirklich alle geht oder ob man das jetzt noch weiter verwenden kann. Werkzeuge. Machen wir nochmal so eine Lampe. Und dann schauen wir mal, wie das hier abgeht. Was haben wir denn hier? Ausrüstung. Kann man in der Theorie zwei Taucher. Vielleicht mal schöne Geräte in der Leitung. Okay. Was haben wir denn hier unten noch? Geräte. Seegleiter. Da fehlt mir noch ein bisschen was. Was hatte ich da? Behälter. Helme, Position im Wasser. Okay. Mobiles Fahrzeug. Dazu kommen wir erstmal später. Ich weiß noch nicht, was wir dafür brauchen. Das ist das Problem. Ich verarbeite mal die restlichen Ressourcen, die wir noch haben. Packe ich dann wieder in die Dings rein. Da war... Hä? Warte. Da stand noch was. Energiezelle. Zwei Batterien und Silikon. Brauche ich bestimmt auch für die Fahrzeuge. Müssen aber jetzt trotzdem nochmal... Ich muss jetzt raus. Und dann werden wir versuchen, hier Blueprints ranzubekommen. Erstmal die... Ja, hals die in die Fresse. Mach's so richtig. Blueprints suchen. Die sind eigentlich hier überall verteilt. Also die sind eigentlich gar nicht weit weg. Ich muss sie bloß erspähen. Mal ganz kurz. Müssen auch eigentlich draußen liegen, weil die sind ja, soweit wie ich das weiß, aus diesem Flugschiff noch rausgeflogen. Oder zumindest bei unserer, ja, Bruchlandung hier irgendwo alle runtergeklatscht. Es gibt eigentlich richtig viele. Und die Map-Karte, die ist auch eigentlich riesengroß. Ich habe mal so einen kleinen Überblick verschafft. Google Maps. Nee, so eine, keine Ahnung, so eine Karte von der Map und, da ist ordentlich was los. Also da können wir noch ein bisschen was erforschen. Hier nochmal ein bisschen Metallschrott. Ich will jetzt einen Blueprint. Alter, die Viecher, die du im Hintergrund hörst, das ist... Du weißt manchmal echt nicht... Also, sagen wir mal so. Die Tiefe. Das Meer. Ich weiß nicht, wenn du auf dem offenen Meer draußen... Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Wenn du auf dem offenen Meer draußen schwimmst, dann denkst du immer... Alter, was ist da jetzt unter mir? Was könnte mir jetzt von unten in den Arsch beißen? Das habe ich immer das Gefühl. Ich meine, gut, ich schon draußen schwimmen, aber du hast immer dieses, keine Ahnung, irgendwas ist unter dir. Lass mir mal in die Kommentare schreiben, ob du das auch so hast, wenn du auf offenem Meer ballerst, also nicht ballern, sondern schwimmst, dann immer so, da könnte was unter mir sein. So, ich glaube, da vorne ist ein Blueprint. Ich mach mal ganz kurz, ist ein bisschen dunkel jetzt. Kennen wir mal. Okay. Wir brauchen zwei Fragmente für einen richtigen Blueprint. Hier war die Höhle. Gehen wir ganz kurz Luft holen, dann gehen wir da nochmal ein bisschen Ressourcen rausholen. Ein Schwimmstein. Auch ein bisschen merkwürdig. Ah, die Sonne geht schon langsam auf. Gut, wieder runter. Kann ich das Ding schon weglegen? Da ist noch ein bisschen doll dunkel. Wir probieren es. So, davon noch ein bisschen Quarz. Ich weiß gar nicht, was man mehr braucht. Kupfer oder Quarz? Gibt da noch Salze? Und ja, die ganzen Ressourcen, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Also, ich wollte mich nicht zu doll spoilern. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist.
ob du dir sagst, ja, ich habe mir vorher alles angeguckt und dann mache ich einen Speedrun draus, weil ich habe schon gesehen, dass das Spiel durchspielen, gibt es einen Speedrun. Also da sind einige dran, die das Spiel super schnell versuchen durchzuspielen, aber das macht ja für mich wenig Sinn. Also ich will ja noch ein bisschen Spaß vom Spiel haben. Hier sind überall Eier wieder drin. Gucken wir da vorne nochmal. Continued degradation of the Aurora's drive core may result in a quantum detonation. Continuing to monitor. Okay. Die Dinger kann ich auch später irgendwie wegsprengen. Weiß zwar noch nicht wie, ich glaube, da gibt es so eine Art Bomben. Ja. Da ist noch ein bisschen Schrott. Das nehmen wir auch gleich. Ich hole ganz kurz mal Luft. Dann brauche ich noch einen zweiten Blueprint. So, runter und mein Typ hat bald Durst. Das ist nicht gut. Ich meine, er lebt. Okay. Ich kann mich selbst scannen. Self-scan complete. Vital signs normal. Continuing to monitor. Metallschrott voll? Achso, Inventar voll. Und dann gehe ich ganz kurz was verarbeiten. Und dann gucken wir nochmal hier runter. Muss man ungefähr merken, wo da grob die Richtung. Wir werden sowieso noch mehr finden. Material soll ja hier nicht das Problem sein. Wir können auch, ich weiß es nicht. Ich glaube, man kann in das Schiff. Und da hinten irgendwo grob die Richtung, glaube 2000 Meter von hier entfernt, ist eine Insel. Da ist noch, glaube ich, ein zweiter irgendwie gestrandet, aber den findet man nicht. Müsste man bald so eine Blasenfische besorgen. Weil das haben wir ja letztens gesehen, dass die saubes Wasser haben oder dass das gefiltert ist oder so. Muss ich mal prüfen. Und erstmal rein in die Bude. So. Gut. Home sweet home. Ich werde mir auch bald unten so einen Container bauen. Du kannst ja so eine extra Gebäude hier machen. Titan. Gibt es auch andere Kombinationen? Warte mal, wenn ich hier Titan brauche. Quarz. Ach, und Titanbarren. Dann mache ich mir mal gleich mal. Mach mir mal aus Jux einen Titanbarren. Da müsste ich eigentlich auch neue Dinge bekommen, oder? Fehlanzeige. Aber kann ich die auch wieder klein machen? Also wenn ich jetzt einen Titanbarren habe. Nee. Elektronik. Dann wieder Kupferdraht. Mach mir mal einen. Weil es kann, ich weiß nicht, wie das hier läuft, ob er irgendwas freischaltet, wenn ich... Teller. Mach mal noch eine Batterie. Mach noch eine Batterie, dann müsste ich ja in der Theorie eine Energiezelle rausbekommen. Silikongummi. Habe ich da noch was gehabt? Mal kurz schauen. Kann er jetzt auch gleich das Wasser unten rausnehmen? So, so. Und... So. Ja, beruhige dich doch. Essen, essen. Muss ich, glaube ich, nochmal ein, zwei Fische mehr besorgen. So, schon nochmal rein hier. Energiezelle. Dann habe ich so eine schon mal. Gut, wofür ich die jetzt gebrauchen kann, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Guck gleich unten noch nach Blueprints und pack erstmal wieder meinen ganzen Scheiß da rein. Ich brauche bald, glaube ich, eine größere Truhe oder so. Zack, zack. Zack, zack. Ist voll. Dann nehme ich mal das blöde Ei raus, das brauche ich eh nicht. Und packe das Wichtige, teils Wichtige da rein. Komm, leck mir am Arsch die blöden Eier. Kann ich die auch einfach rausschmeißen? Kann die nicht rausschmeißen. Irritiert mich. Da unten ist ein Blueprint. Weil ich am Anfang gleich übersehen, weil dunkel war. Müsste ich eigentlich zwei... Ah ne, den hatten wir. Ah, Seegleiter. Da können wir ein bisschen schneller schwimmen. Guck mal mit. Und noch irgendwas? Ach, ich kann ja alles scannen, stimmt ja. Okay. Also, alles scannen, was neu ist. Oder Tiere fangen. Gleich quälen, erdrücken. Haben wir mal ein bisschen weiter oben von oben eine bessere Draufsicht, wenn wir irgendwo einen Blueprint sehen. Mal Luft holen. Mal da oben lang.
Wenn du irgendwas siehst, schreib die Minute rein. Oder Sekunde. Dass ich da später im nächsten Video nochmal nachschauen kann. Ist so klar. Wenn ich den Gleiter habe, dann passiert mir das nicht mehr. Da bin ich ein bisschen schneller unterwegs. Ich bin bald tot. Ich darf in keine Höhle mehr reingehen. Oder? Warte. Ich habe ja noch... Ich hab noch ihn hier. Das? Teilschrott. Luft holen. Und nochmal runter. Da vorne ist irgendwas. Da hinten sind mehrere Behälter. Du bist einmal nichts. Signalbojenfragment. Eins von zwei. Hier haben wir noch einen Behälter. Kann ich den nicht einfach... Hast du nicht jeden Behälter? Ich glaube, ich später irgendwie öffnen oder so. Weiß ich nicht. Da könnt ihr mir auch... Ich würde mich freuen, wenn du mir hilfst. Hier ist offen. Also nur die komplett offen sind. So, Seegleiterfragment. Hier liegen noch ein paar Gedingels rum. Kann man hier noch reingucken in die? Die sind die meisten alle geschlossen. Labortisch. Also wir finden natürlich auch das Zeug, was wir später in unsere Gebäude reinbauen können. So, Labortisch haben wir gelernt. Da ist nichts mehr drin. Mal kurz hoch, da liegt die zweite Boje. So, einmal voll und wieder runter. Da ist er. Oder war das die von vorhin? Nee, ist eine neue. Zwei Fragmente brauche ich davon. Gut, Signalboje erlernt. Hier kommt Blubbi Blubbi raus. Und ich kann mir die aufmachen. Muss doch irgendwie gehen. Aha. Gut, also muss ich überall mal mit Messer rangehen oder mir alles genauer angucken. Ich leck mich doch am Arsch. Wenn ich sie nicht scannen lassen will. Ich glaube, der ist gar nicht mal so nett. Der will mich eigentlich beißen. So, haben wir hier noch ein bisschen was? Was ist das? Eine Kugel. Luft holen. Hätten sie wieder Eier überversteckt. Da hinten ist noch ein bisschen Schrott. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes gleich bauen können. Damit wir auch ein bisschen vorankommen, weil... Ihr habt ja schon geschrieben, ich hänge da ziemlich schnell hinterher. Die letzten 25 Minuten, die ich gespielt habe, ne, da haben dort manche schon durchgespielt. Ohne Witz. Bei diesem einen Speedrun-Typen, der hat in 25 Minuten da alles gecraftet, was er braucht. Aber er wusste auch natürlich, wo alles ist. Also, liegt ja nicht random. Liegt ja nicht random hier rum. Es hat immer seinen festen Platz. Deswegen, wenn man hier irgendwo schaut und irgendwas findet, dann kann man es... Da kann man es immer wieder mitnehmen. Metallschrott voll. Gut, erstmal nach Hause. Da gucken wir, wofür wir die Schlingpflanzen noch verwenden können. Vielleicht kann ich mir bald schon mein erstes Häuschen oder Container unter Wasser stellen. Damit wir zumindest eine Art Wohnbereich haben. Ach, die 80 Meter noch dahin wurschteln. Ich muss aber sowieso immer mal die ganzen Viecher mal abscannen. Ob ich dazu komme, weiß ich überhaupt nicht. Oxygen. Liebe, wenn sie Oxygen sagt. So. Renn in die Hütte. Dann gucken wir mal, was wir denn für das andere Jolumpe alles brauchen. Gut. Hier war es Ausrüstung. Nee, da unten Ausrüstung. Und das ist jetzt hier... Pfadfinderwerkzeuge. Ah, die Schlingpflanzen-Dinger hätten wir da mitnehmen können. Und hier war doch irgendwo... das Konstruktionswerkzeug, genau, da brauche ich einen Computerchip für. Dass ich so Dinge bauen kann. Doch, wie erstelle ich einen Computerchip? Da muss ich auch mal oben gucken. Ressourcen. Wassergewebe. Nehmen wir mal ein so Ding her.
Elektronik. Computerchip. Gold. Wo finde ich hier Gold? Bitteschön. Ja, da kann natürlich jetzt zu einem Problem werden. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wo ich Gold herbekomme. So, mach mir mal ein bisschen Titan noch fertig. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wo ein guter Platz ist, wo man Gold finden kann. Was haben wir denn hier? Hier ist der... Brauche ich nur eine Batterie für den Seegleiter. Batterie war Silikon... Kupfererz. Hab ich noch eine gehabt? Ne, hat er nicht. Denn, Ah, stimmt, ich habe ja die Energiezelle gemacht. Na gut, dann machen wir das nächste Folge. In der nächsten Folge machen wir uns den Unterwassergleiter fertig. Und dann kommen wir, da will ich mal ein bisschen die Welt hier erkunden, dass wir mal ein bisschen weiter wegschwimmen. Und ja, ich mache jetzt Folgepäuschen. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, würde mich freuen. Umso mehr Likes sind, umso mehr macht es Spaß, auch für euch so eine Folge aufzunehmen. Ne? Gut, dann ich danke euch fürs Zuschauen. Haut rein, macht's gut, habt einen schönen Tag. Ciao.